Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Heute werden wir mal wieder einen Langstreckenflug mit einem Airbus A380 fliegen und der ist für den heutigen Flug von der Fluggesellschaft Singapore Airlines. Und zwar werden wir heute mit diesem schönen Flugzeug von Zürich nach Singapur fliegen. Und da haben wir heute eine Flugstrecke von ca. 5600 nautischen Meilen vor uns. Und der Flug, den wir heute fliegen werden, der trägt echt die Flugnummer Singapore Airlines 345. Und wir stehen hier mit dem Airbus A380 am Gate Echo 67, wo auch in echt immer Singapore Airlines mit dem A380 hier in Zürich parkt. Das ist, glaube ich, Terminal 2, wo wir hier stehen. Das ist dieses hier. Und da drüben, das ist, glaube ich, alles Terminal 1. Genau, und hier an diesem Gate, wo wir heute hier mit dem A380 stehen, da steht in echt auch immer Singapore Airlines mit dem A380. Ich weiß gar nicht, ob Zürich noch mehrere A380 Gates hat. Zumindest habe ich auch beobachtet, dass hier eigentlich an dieser Parkposition auch irgendwie immer die meisten A380 parken. Auch der A380 von Emirates, der hierher fliegt zum Flughafen Zürich, der parkt, glaube ich, auch immer hier am Gate Echo 67. Ja, und ich würde sagen, wir gehen direkt mal ins Cockpit vom schönen A380 und legen los mit den Vorbereitungen für den heutigen Flug. Denn wir haben noch einiges zu tun, bis wir dann hier das Gate verlassen können und uns auf den Weg machen können zur Startbahn und dann losfliegen können ab nach Singapur. So, also einmal ab ins schöne Cockpit vom A380 und wir legen direkt mal los mit dem Pre-Flight Procedure. So, dann lass uns direkt mal hier die Ansicht vom Overhead Panel, hier die 2D-Ansicht öffnen und Batterie 1 und 2 anschalten, das wäre der erste Schritt. Dann, da wir hier ja auch die External Power Available haben, also wir haben jetzt außen keine am Flugzeug irgendwie dargestellt, dass da eine stehen würde, aber wie ihr seht, haben wir hier External Power A und External Power B available und dann nehmen wir doch mal Strom über die beiden External Powers, damit die Batterien nicht zu beansprucht werden und die APU, die Auxiliary Power Unit, die starten wir dann kurz vorm Triebwerksstart. Die brauchen wir dann während des Pushbacks. So, der nächste Schritt wäre hier die ADIRS-Schalter alle drei auf NAV zu schalten, damit das Flugzeug lokalisiert wird und wir schalten noch die Navigation Lights auf On. So, die haben wir hier einmal auf On und dann sollten wir jetzt das grüne, rote und weiße Licht außen am Flugzeug angeschaltet haben. So, dann kommen wir jetzt schon zur Eingabe vom Flugplan. Da würde ich sagen, kontaktieren wir erstmal hier die Bodenkontrolle vom Flughafen Zürich und fragen, auf welcher Startbahn wir rausgehen werden heute. Aber es sieht sehr danach aus, dass die Runway 34 wird, weil ihr seht, da kommen auch die ganzen Flugzeuge gerade da hinten rein. Der A320 und hinten dran auch ein A320, wahrscheinlich beide von Swiss, könnte ich mir gut vorstellen. Genau, die sind gerade im Anflug auf die 34 und ich glaube, da werden wir heute auch starten, aber werden wir jetzt gleich sehen. So, Contact Ground. Genau, Singapur 345, auch das passende Callsign zur passenden Flugnummer heute. Ja, da steht's, Runway 34 ist heute unsere Startbahn hier und wir rollen dann zu Holding Point Echo 9 über die ganzen Taxiways. Also wahrscheinlich relativ genau die ganze Zeit hier so geradeaus parallel zur Startbahn entlang. So, bestätigen wir gerade mal die Rollfreigabe und können eigentlich auf der Frequenz, ja, bleiben wir ruhig mal auf der Frequenz und geben jetzt mal die benötigten Daten ins MCDU in den Bordcomputer ein. Wir gehen also erstmal hier auf die Init-Page. So, ich habe im Voraus wieder die Flugstrecke für den heutigen Flug hier eingegeben und unter einer Company Route abgespeichert. Und dann können wir den Flugplan gerade mal hier reinladen. So, ich habe gerade mal hier die Tastatureingabe aktiviert. Macht ihr ja hier bei dem Flugzeug mit der Scroll-Lock-Taste. Beziehungsweise hier bei mir auf der Tastatur steht da Rollen drauf. Vielleicht auf anderen Tastaturen. Ich glaube, beziehungsweise auf meisten Tastaturen steht da so Rollen drauf. Also bei dem Flugzeug könnt ihr hier die Tastatureingabe beim Bordcomputer mit dieser Taste aktivieren. Genau, auf Englisch heißt es dann, glaube ich, Scroll Lock. Und in Deutsch dann Rollentaste oder keine Ahnung, wie man die dann auf Deutsch bezeichnet. So, oder Rollen-Lock-Taste, irgendwie sowas. Egal, ist jetzt auch nicht so wichtig. So, wir geben mal die Company Route ein. Da haben wir erstmal einen ECAO-Code vom Flughafen von Zürich. Der lautet Lima Sierra Zulu Hotel. Und dann der ECAO-Code vom Flughafen von Singapur. Der lautet Whiskey Sierra Sierra Sierra. Und dann noch die 01 hinten dran und das Ganze kommt hier in das Feld Company Route. So, der Flugplan ist reingeladen, wir drücken mal Align IRS, dann wird das Flugzeug auch jetzt lokalisiert, genau, geht es relativ schnell, dann haben wir jetzt hier gleich die Heading Map available und dann genau hier auch das Heading und so weiter und so fort. Funktioniert dann alles, PFD und ND. Dann können wir gerade mal die Flugnummer eingeben, da haben wir heute wie gesagt die Flugnummer Singapore Airlines, Kürzel Sierra India Alpha. Der IATA-Code ist es ja, glaube ich. Genau, IATA-Code ist der dreistellige und der ECAO-Code ist ja der zweistellige, glaube ich, bei den Airlines, ne? Doch, sollte so stimmen. Genau, seht ihr auch schon Teil von der Flugstrecke, aber noch ohne SID, ohne Verbindung hier zum Flughafen, wird sich noch gleich ändern. Werden wir gleich eingeben. Jetzt aber erstmal noch die Flight Number fertig eingeben, Singapore Airlines 345, das kommt hier rein. Und dann sind wir hier bei der Init-Page fertig und kommen jetzt mal zur
Standard Instrument Departure Route suchen die mal raus. So, wir gehen also hier auf F-Plan und auf unseren Flugplan auf die Seite im Bordcomputer, wählen hier den ICAO-Code vom Startflughafen aus, vom Flughafen Zürich und gehen hier auf Departure. So, wir haben heute als Runway zum Starten die Startbahn 34, das ist diese hier. 3,7 Kilometer Startbahnlänge haben wir hier. Und hier am Flughafen Zürich ist es ja so, wir können mal kurz in die Vogelperspektive gehen, dass man hier ja insgesamt drei Start-Landebahnen hat. So im Kreuzbahnsystem sind die einen angeordnet. Also wir haben hier einmal die, hier in die Richtung wäre es zum Beispiel die 28. Die wird zum Beispiel oft benutzt als Startbahn. Aber hier dürfen halt nur Flugzeuge so Airbus A320, 767, so die Größen so in dem Schnitt rausgehen. Kleiner natürlich auch, aber viel größer gehen hier glaube ich gar nicht raus, starten gar nicht hier. Also Airbus A320-Familie zum Beispiel. Aber so Flugzeuge wie 747, A380 und so weiter, A340, A330 glaube ich auch, die starten entweder hier auf dieser Startbahn, je nachdem wie halt gerade die Betriebsrichtung ist, oder auf dieser Startbahn, wenn hier in die Richtung gestartet wird, dann starten die hier. Aber ich glaube meistens ist es, dass sie hier auf dieser Startbahn starten. Zumindest was ich jetzt so beobachtet habe, war das meistens, dass die auf dieser Startbahn hier gestartet sind. Also da startet auch der A380 immer, weil es halt neben der Bahn, beziehungsweise das sind ja die zwei längsten Bahnen und die wäre wahrscheinlich zu kurz hier, dass der A380 da starten kann. Deswegen diese Startbahn. Und da hinten rollen auch ein paar Flugzeuge noch zur Startbahn, also ist auf jeden Fall schon schön ordentlich was los hier. Genau, und da wo das gerade zur Startbahn rollt, da werden wir heute wahrscheinlich auch auf die Bahn dann rollen, haben wir ordentlich Startbahnlänge. 3,7 Kilometer, wie wir eben hier im Bordcomputer gesehen haben. Genau, da steht es nochmal. Wir wählen sie aus, die Startbahn 34. Und als SID haben wir heute Dege to Foxtrot, weil ihr seht, der erste Wegpunkt heißt auch Deges. Genau, und da passt diese SID ganz gut. Da werden wir einmal hier so nach dem Start so eine Linkskurve um den Flughafen fliegen, dann über Zürich, den Züricher See wahrscheinlich, so knapp dran vorbei, bis nach Deges. So, und Transition nehmen wir keine. Einmal Insert. Und da müssen wir gerade einfach nur die Discontinuity hier löschen. So, muss ich kurz mal die Tastatureingabe aktivieren. So. Dann kommt die hier einmal raus. Genau, haben wir das da auch verbunden. Und kommen jetzt noch zur Eingabe von der Standard Terminal Arrival Route. Kurz Star. Wobei, da können wir direkt hier hinklicken zu Destination. Whiskey Sierra 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 vom Flughafen von Singapur. Singapur Changi heißt der Flughafen ja, glaube ich. So, Arrival. Und wir werden heute dort voraussichtlich, wenn sich am Wetter nichts mehr ändert, von der Prognose her auf der Runway 02 Center, auf der 2 Center sozusagen landen, also auf dieser hier, der ersten 4 Kilometer Landebahnlänge haben wir dort, auf jeden Fall ausreichend, und dort werden wir auch einen ILS-Approach machen, also wählen wir gerade diesen Approach hier aus, und als Star haben wir da heute Boba One Alpha, gleich den ersten Star hier, und die Transition ist Arama. So, genau, das hat am besten gepasst zu unserer heutigen Flugstrecke. Die habe ich übrigens von Rootfinder. So, das kommt einmal auch in den Flugplan. Wir gehen jetzt nochmal hier kurz den Flugplan durch, gucken, dass wir keine Discontinuities drin haben. Und dann können wir schon weitermachen mit dem Pre-Flight Procedure. Ah, wobei, weil ich ganz vergessen habe, GSX anzufordern. Das hätten wir mal machen sollen. Wobei, machen wir das mal schnell, bevor wir den Flugplan fertig durchschauen. Genau, weil es dauert ja auch ein bisschen mit dem Boarding und so weiter. So, wir machen mal E1 auf, das ist das hier, dann TM bzw. TH und das hier, damit die passenden Türen auf sind. Und dann lasst uns gerade mal das Ganze anfordern, habe ich ganz übersprungen. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, aber ja, habe es irgendwie übersprungen. So, Steuerung F12 und Request Catering Services, damit wir jetzt erstmal hier auch die Bordverpflegung für den heutigen Flug hier an Bord bekommen. So, weil es sind auch noch einige Container einzuladen. Wie ihr seht, jeweils 5 in den vorderen und hinteren Frachtraum. Und da brauchen wir natürlich noch ein bisschen. Wobei wir eigentlich schon jetzt fast ready sind für den Pushback. Aber gut, da müssen wir halt dann noch kurz warten, bis die fertig sind. Aber es ist schön ordentlich, also es ist ordentlich was los, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Da geht auch wieder ein Flugzeug raus, da rollt eins. Es könnte aber sein, dass es eben gelandet ist. Da hinten rollen noch welche zur Startbahn. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Mal gucken, ob dann auch eins vor uns sein wird, wenn wir dann zur Startbahn rollen. Da hinten steht jetzt hier auch noch ein A380 von Singapore Airlines. Mal gucken, ob der auch ungefähr dann rausgehen wird, wenn wir rausgehen, weil wir fliegen heute auch ungefähr um die Uhrzeit, wo auch in echt Singapore Airlines diesen Flug fliegt von Zürich nach Singapur. So, genau, und gehen wir mal wieder ins Cockpit. Die Bodenservices sind ja jetzt fleißig am Arbeiten. Und wir gucken nochmal den Flugplan fertig durch, dass wir da auch keine Discontinuities haben. So, ja, wie ihr seht, lange Flugstrecke, viele Luftstraßen und Wegpunkte heute. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Meistens kommt, wenn dann am Ende nochmal eine Discontinuity. Genau, da haben wir nämlich nochmal eine.
So, das heißt nur kurz die Tastatureingabe aktivieren. Und diese Discontinuity nochmal klären. Jetzt gucken wir nochmal durch, ganz durch. Ja, da haben wir keine mehr. Jetzt seht ihr auch hier 5720 nautische Meilen sind es ganz genau, die wir heute fliegen werden. Vielleicht kommt nochmal das ein oder andere Direct-To da hinzu. Dann werden wir nochmal ein bisschen kürzere Strecke vielleicht fliegen. Aber genau mit Star und SID kommt es halt dann auf diese Flugstreckenlänge dann am Ende hinaus. So, können wir die Tastatureingabe gerade mal wieder deaktivieren und fordern schon mal das Boarding an, damit dann GSX sofort mit dem Boarding weitermacht, wenn das Catering dann, wenn die Catering-Services fertig sind. So, wir können uns kurz mal hier den Departure angucken, wobei, sieht man nicht allzu viel, aber ihr seht nach dem Start. Vielleicht fliegen wir diesen Turn auch noch von Hand, müssen wir mal gucken, geht es gleich links lang weiter, kurz Richtung Südwesten und dann drehen wir ab in Richtung Osten und fliegen dann, ja, gucken wir mal, wie fliegen wir dann? Eigentlich relativ geradeaus die ganze Zeit hier. Erstmal über die Alpen und so weiter. Gucken wir dann mal, wenn wir in der Luft sind, wo wir genau lang fliegen werden, in Richtung Singapur. Ist ja auf jeden Fall eine ordentlich lange Strecke, die wir da heute vor uns haben. So. Genau, zoomen wir wieder rein. Nicht ganz so weit, wobei so passt eigentlich ganz gut. So, und können dann die nächsten Schritte mal machen. Gucken wir mal, sind die Fuel Pumps schon on? Ja, die scheinen schon alle an zu sein, okay. So, dann, was wir machen können, wir können ja hier schon mal ein bisschen noch was von Performance-Daten eingeben. Anstatt das dann nachher zu machen, wenn wir dann im Pushback fertig sind, können wir jetzt ja hier schon mal die ganzen V-Speeds eingeben. So, also, wir gehen auf Performance, genau. Und bis jetzt sind wir bei dem A380 ja immer mit Flaps 1 gestartet. Und da haben wir, haben mich einige von euch bei den letzten Flügen mit dem A380 auch darauf aufmerksam gemacht. Beziehungsweise eigentlich, glaube ich, hauptsächlich beim letzten Flug, ich weiß gar nicht mehr wann genau, aber auf jeden Fall bei einem der Flüge, dass man hier beim A380 eigentlich hauptsächlich mit Flaps 2 startet, also Flaps 2 und nicht Flaps 1. Zum Beispiel beim A340 hatten mich dann auch einige darauf aufmerksam gemacht, beim Flug Mexico City, Madrid, dass man ja da auch mit Flaps 2 startet, weil da bin ich ja mit Flaps 1, glaube ich, da gestartet, oder ich hatte es auf 1 ausgefahren, da waren nur die Slats, also die Vorderklappen, also am Vorderen, vorne am Flügel ausgefahren. Ui, die Catering Vehicle sind jetzt erst da. Naja dann. Die Keyboard-Eingabe schon aus. Dann dauert es wohl noch ein bisschen. Genau, sind sie jetzt angedockt. So. Gut, wir können die Zeit ja auch dann noch mal ein bisschen vorspulen. Auf jeden Fall, genau, hatten mich da auch einige von euch darauf hingewiesen, dass man beim A340 auch mit Flaps 2 startet. Und beim letzten oder vorletzten Flug irgendwann halt, als wir mit dem A380 geflogen sind, haben ja auch einige von euch mitgeteilt, dass man halt mit Flaps 2 hier auch beim A380 meistens startet. Zumindest habe ich es jetzt so verstanden. Und deswegen vielen, vielen Dank an euch, dass ihr mir da die Informationen gegeben habt. Vielen Dank an die, die mich darauf hingewiesen haben. Und deswegen können wir jetzt heute auch mal hier passend starten, so wie auch in echt mit der Flaps-Stellung gestartet wird und dementsprechend halt mit Flaps 2. So, also mal kurz die Tastatureingabe aktivieren. Dann können wir kurz mal die V-Speeds eingeben. So, erstmal Flaps 2 für den Takeoff heute. Wir geben heute keine Flex-Temperature ein, da wir heute mit Man-Toga starten, also maximaler Schubleistung. Und haben da heute folgende V-Speeds. Lasst mich kurz gucken. Da haben wir es. So, folgende V-Speeds. Also, wir haben V1 bei 137. V2 bei 153. Und V2 minimale Steiggeschwindigkeit 170. So, ich glaube, das sollten ganz gute V-Speeds sein, wenn ich das hier richtig ungefähr nachgerechnet habe, so. Beziehungsweise so nachgelesen, ungefähr abgeschätzt habe, eher. So, also aufgrund des heutigen Gewichts, was wir heute haben, wir haben jetzt 80% an Kerosin dabei. Ich denke mal, das sollte eigentlich für die Flugstrecke bei dem Flugzeug hier ganz gut ausreichen. So, dann können wir jetzt eigentlich doch die Tastatureingabe wieder deaktivieren, sind soweit eigentlich fertig, machen mal die Pre-Flight-Checklist. So, Pre-Flight-Checklist. Also, was haben wir da? ADRS ist auf, ne? Flugzeug ist schon lokalisiert. Cabin Signs. Gehen mal auf On. Wobei, ne. Warte mal. Ne, die muss man nicht beim Procedure auf On schalten. Wo haben wir sie denn? Cabin Signs. Ach stimmt, die können wir hier nicht anschalten. Bei dem Flugzeug geht ja leider irgendwie nicht. So, dann. Und Altimeters. Stellen noch auf den aktuellen Druck ein. Altimeters. 1017 Crosscheck. So. Ne, das ist ja gar nicht der Flight Director. Flight Director. Da ist er. So, dann machen wir mal auf On. Und drehen hier schon mal die Reiseflughöhe ein.
Ah, stimmt, die haben wir noch gar nicht eingegeben. Ah, genau, fällt mir jetzt gerade auf. So, Cruising Altitude, Flight Level. Es geht heute erstmal auf Flight Level 350 hinaus. Und dann später vielleicht nochmal ein bisschen höher. Müssen wir mal gucken. Bis dann. Also ich habe mal geguckt. Ich habe mal da auf Flight Radar 24 mal so einen Flug angeschaut von dem Flug. Also von diesem Flug. Mit den Höhen, da sind die erst auf 350 gestiegen, dann später irgendwann auf 370 und zum Schluss waren sie dann auf 390, bevor es dann irgendwann wieder mit dem Descent zur Destination runterging. So, können wir mal gucken, ob wir es heute vielleicht auch irgendwie so machen werden. Also, das haben wir gemacht. Dann können wir jetzt die Scroll-Lock-Taste wieder drücken. Tastatureingabe. Ich hatte es ja schon deaktiviert. So. Jetzt aber. Genau. Gut, man hat halt hier keine Anzeige, ob die aktiviert ist oder nicht, deswegen. Genau, weiß man das nie ganz genau. So. Oh, habe ich den Passenger Bus gar nicht deaktiviert. Na gut, egal. So. Warte mal. Doch, dann sollte jetzt das Boarding sozusagen beginnen. Da kommen nämlich jetzt auch die Container. Gut, dann passt das ja ganz gut. Können wir die Zeit trotzdem ein bisschen noch vorspulen. Beziehungsweise schneller einstellen. Simulationsrate erhöhen, damit es dann ein bisschen schneller fertig ist mit dem Boarding. So, wir können auch das Runway Heading hier eindrehen. 340 ist ja schnell gemacht. Sind wir ja nah dran. Da fährt auch der andere Catering-Wagen jetzt weg. Genau, da sehen wir schön, wie jetzt hier. Genau, das Gepäck kommt. Man hört auch im Hintergrund, wie die Passagiere boarden. Sehr schön. Und wir sind jetzt eigentlich soweit. Machen wir das Before Start Procedure. So, Before Start Procedure. Windows and Doors sind closed and locked. Thrust Lever ist idle. Parking Brake ist set. Beacon geht auf on. Wobei es natürlich schon ein bisschen früh ist, jetzt das Beacon auf on zu schalten. Aber egal, machen wir es jetzt, bevor wir es vergessen. So, Beacon on. Fahren wir auch schon mal die APU hoch. Komm, das dauert eh alles ein bisschen, bis die hochgefahren ist. Und dann APU Bleed geht auch direkt mal vorne. Wobei, müssen wir kurz warten, bis die hochgefahren ist, die APU. So, da sehen wir es jetzt hier im Lower E-Cam, wie sie hochfährt. Genau, gleich 100%. Dann haben wir APU Available. Hier seht ihr die Abgastemperatur. Und genau, APU Generator Available. Dann können wir jetzt auch APU Bleed auf On stellen und die External Power disconnecten. Sehr schön. So, wunderbar. External Power is off. Before Start Checklist. Before Start Checklist. Windows and Doors closed and locked. Beacon is on. Kommen wir mal kurz außen gucken. Ja, die fahren nämlich jetzt erst in Position und so weiter. Spulen wir schon. Spulen wir die Zeit mal ein bisschen vor. Das ist ja eigentlich nur die Simulationsrate erhöhen so. So, genau. Das Beacon ist an. Die Swiss-Maschine. Genau, hat jetzt gerade den Tower kontaktiert und hat die Freigabe zum Taxiing zur Bahn angefordert, genau. Auch zu Echo Niner, wo wir auch hinrollen. So. Was haben wir noch? Thrust Levers idle, Parking Brake is set, Before Start Check is completed. So, dann gucken wir einfach mal ein bisschen hier den Ground Services zu, während sie hier, genau, das Flugzeug fertig beladen. Passagiere sind jetzt an Bord. Genau, Baggage Loading ist in Progress. Gucken wir mal kurz, was ist sonst noch hier so am Flughafen los. Ist die Singapore Airlines Maschine raus? Ne, die steht noch da. Denke ich mal, werden wir auf jeden Fall vor der starten. Aber sonst, glaube ich, ne, sonst ist kein Flugzeug gerade auf dem Weg zur Startbahn, außer dem hier. So, wir können ein paar Türen schließen. Wobei, lassen wir nochmal kurz alle auf, weil ich weiß jetzt nicht, welche, mit welcher von diesen Tasten wir diese Tür hier schließen. Aber wir können halt vielleicht doch schon mal Shift-E die hier vorne zu machen. Genau, so fährt auch der da vorne weg. Und dann können wir schon mal gucken, welche Richtung wir dann. Genau, es wird genau da lang gehen, wo die jetzt auch rollt. Ah, da ist jetzt noch eine da vorne, da kommt noch eine runter, eine gelandet. Genau, und wir brauchen dann Pushback mit der Nase nach rechts und dem Tail nach links. Da sollte uns dann GSX hier wunderbar schön, denke ich mal, auf den Taxiway pushen. So. Seit letzten Container kommen rein. Und da kommt noch eine, die jetzt auch losrollt. Oh, jetzt kommen gerade wieder, jetzt sind gerade wieder einige Maschinen unterwegs. Da ist wieder eine im Anflug. Jetzt kommt gerade wieder so viel Flugverkehr gerade. Ah ne, ist eine Air Berlin-Maschine jetzt. So, die rollt zu Stand Delta 8. So, und die sind jetzt auch so gut wie fertig. Letzte Container kommt rein, dann können wir gleich mit dem Pushback beginnen. Wunderbar, hat ja schon mal alles wunderbar geklappt jetzt hier. Bei den Vorbereitungen. Skandinavien geht er jetzt raus, entweder nach Oslo, Kopenhagen, Stockholm oder so.